gefangen im eigenen Kopf. Irgendwas liebt das Drama. Genauso wie die Freiheit. Ich gefangen im eigenen Kopf. Ich der Widerstand gegen das, was ist. Ich ist Widerstand. Echt. Ich ist die Nicht-Akzeptanz von dem, was ist. Und letztlich läuft ja immer nur darauf hinaus. Auf den Glauben, was zu haben. Und das Gehabte dann verlieren zu können. Und dann die Angst nicht zu wollen. Und den Verlustschmerz nicht spüren zu können, weil er zu stark ist. Echt. Alter, du wiederhörst dich. Das hast du doch schon vor ein paar Jahren gesagt. Ich glaube, du kapierst es einfach nicht. Immer wieder erzählst du dir dieselbe Geschichte, dass du gefangen in deinem Kopf bist, weil du den Gedanken glaubst und dann glaubst du, du bist ein Mensch und dann da triffst du andere Menschen und dann glaubst du, das sind andere Menschen und ich war nicht schlauer als dir. Hey! Bist du ein Schalk? Gefangen im eigenen Kopf. Wer ist da gefangen im eigenen Kopf? Freiheit ist ein anderes Wort dafür, nichts zum Verlieren zu haben. Geht mir ganz schön nah. Diese Zerbrechlichkeit des menschlichen Daseins. Ja! Was bist du für ein Glückspilz? Wie viele Gefahren hast du schon überstanden? Wie viele Keime und Viren sind an dir vorbeigehuscht? In wie vielen Momenten hättest du schon futsch sein können? Und irgendwas will, dass du weiterlebst. Ich lebe weiter. Gefangen im eigenen Kopf. Das ist der Text. Mann, ist ein voll der blöde Text. Es gibt nichts Schöneres. Du selbst zu sein. Was heißt das? Was heißt das, ich selbst zu sein? Wasser in den Ohren vom Duschen. Oh
ganz schlimm ist, wenn ich mich über mich selber ärgere, weil ich Angst davor habe, falsch zu sein. Das ist doch total lustig. Ist das lustig, weil du das Drama liebst. Kreiert sich irgendwas da immer dramatische Situationen in dir und es wird turbulent und vor allem Paranoia ist, wenn man trotzdem verfolgt wird, obwohl man weiß, dass keiner einen verfolgt. Nein! Wer verfolgt mich? Also, schau doch mal hin. Stell dir doch mal einen Batzen Lehm vor. Einen riesigen, großen Batzen Lehm vor. Und dieser Batzen Lehm auf einmal, der ist riesig. Auf einmal aus diesem riesen Batzen Lehm wachsen so ganz kleine Lehmfiguren hervor. Und diese kleinen Lehmfiguren werden dann ausgestattet mit einem Denkorgan, nennen wir das Gehirn. Ein Gehirn mit Gehirn aus dem Lehm, das ist Lehm, der Lehm, der wird so in Schwabbel umgewandelt. Schwabbel und Knochen. Fleisch und Blut, Säfte. Wie heißt das? Lymphflüssigkeit, zerebrale Flüssigkeit. Und dann halt aus der Erde sind die rausgekommen, diese Gestalten, und die gehen zur Erde wieder zurück. Aber während sie auf der Erde laufen, haben sie tut das Denkorgan ihnen so ziemlich heftige Herausforderungen. Heftige Herausforderungen produzieren. Was? Ja, es erzeugt ein Selbstbewusstsein. Auf einmal hat dieser Lehmmann oder die Lehmfrau ein Selbstbewusstsein und dann, oh Gott, fühlt sie sich nackt und muss sich anziehen. Echt? Oh, ich bin nackt, ich muss mich anziehen. Nicht, dass jemand meine Schamhaare sieht. Ich schäme mich dafür, für mein Geschlecht. Ja, und jetzt habe ich Angst, dass ich kaputt gehe und wieder zu der großen Erde werde. Und dann gibt es mich nicht mehr. Nicht mehr in dieser Form von der Gestalt, für die ich mich jetzt halte. Ja, das ist dann auf einmal Staub zu Staub, Asche zu Asche, Lehm zu Lehm. Oh, ganz schön. Ist ganz schön aufregend. Eine Lehmfigur zu sein, mit Selbstbewusstsein ausgestattet, die dann mehr mutig oder weniger mutig ist. Und dann glaubt sie auch noch, die hätte eine Seele. Ah, die Lehmfigur. Ich habe eine Seele, das ist der göttliche Funke. Der brennt immer. Voll der Dauerbrenner. Und der schöpft dann von allen Lehmkörpern den nächsten da. Und da gibt es unendlich viele. Unendlich viele Seelenfunken. Jeder hat eine andere Farbe oder schillert in ganz vielen Farben. Und natürlich ist das alles nur eine Traumvorstellung. Was? Ja. Keiner kann dir beweisen, ob du nicht jetzt träumst. Träumst du jetzt? Nein, ich träume nicht. Es ist kein Traum in einem Traum, in einem Traum, der wieder von wem geträumt wird. Und letztendlich gibt es keinen Träumer, der all die Träumer träumt. Was? Die Träumer träumen sich selbst. Oh Gott, oh Gott. Zurück zu dem Menschen, der aus der Erde herausgekommen ist und zur Erde zurückgehen wird. Und dann Hunger hat.
oder Durst oder Lust. Lass mir Zeit zum Nachdenken. Erfährt den Menschen? Wer erfährt das Selbstbewusstsein, das im Menschen erwacht ist? Da ist kein Wehr. Ich meine, keine Staumauer, die den Fluss aufstaut. Aber das ist doch das Wehr mit H. Ich meine doch das Wehr ohne H. Du meinst, du hast vom Baum der Erkenntnis gegessen und jetzt musst du wissen, wer du bist und wer dich erfährt. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich vom Baum der Erkenntnis gegessen habe. Mein einziges Ziel ist, Leidfreiheit. Echt? Aber wie kann das dein Ziel sein? Leidfreiheit. Zu dem Punkt, an dem du dir nichts mehr glaubst, an dem du weißt, alles ist nur bla 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 bla. Weil in dem einen Moment sagst du, du bist auf der Suche, dein größtes Ziel ist die Leidfreiheit und im nächsten Moment denkst du gar nicht mehr dran, weil du vielleicht Zähne putzt und es ist ganz schön und putzen sich ganz von allein die Zähne und dann rasierst du dich und es rasiert sich ganz von selbst. Was? Ich bin doch da. Hab mir die Zähne geputzt. Und in 100 Millionen Jahren. Was soll dann sein? Was soll in 100 Millionen Jahren sein? Wenn der Moment ewig ist, dann bin ich doch ewig in meinem Kopf gefangen. Und im nächsten Moment ist da gar keiner im Kopf gefangen, da ist auch kein Kopf, sondern nur die Vorstellung vom Kopf und keiner stellt sich die Vorstellung vor. Und was sagst du damit? Keiner spricht. Das Denken kommt nicht von mir, ich habe nie was gedacht, denn der Denker ist schon ein Gedanke. Haha, denkst du? Denkst du, denkst du, denkst du, denkst du, popengst du. Galamulmal, Silobulbal, Ramesa Lulpel, Moelmese Krullal, Amirimismal, Ramelmere Bibru. Amerebis, berberbus, ulibru, amerimantru, lela, moala, emishakambulu, blebulu, gala, emiamoko, maremo, amaremunzu, heapalavikal, maskala, blulununzku, bief, biaf, brodo, brote, protz, brons, tons, munz. Ja. Ich meine, so keine Probleme mehr hätte ich, würde auch heute keine Videos mehr machen, sag ich dir. Das wäre vielleicht auch ganz gut, du selbstsüchtiger Affe. Ich meine, du selbstsüchtiger Mensch, du Lehmplatzen, du Lehmbatzen mit Selbstbewusstsein, du seelische Inkarnation der Richtlinienverbandsordnung der Zeitreisen. Reisen, Quatschgesellen! Ich meine, wenn du an Inkarnation glauben willst, dann könntest du wahrscheinlich auch in der Zeit rückwärts geboren werden. Zurück als Dinosaurier, dann wirst du ein Dinosaurier mit Federn. So ein kleiner Vogeldinosaurier. In die Zukunft, dann wirst du so ein glübsch-krümpfiges Gehirn, das in einer schwabbelnden Masse von einem Computer durch die Gegend geschifft wird. Nein! Oder ein Einzeller. Da bin ich ja ganz froh, dass ich jetzt hier Gitarre in der Hand halte. So tun kann, als wäre ich ein bisschen Schwabbel. Was? Schwabbel? So. Noch ein Flakolyton. Noch ein Flascholet. Und noch ein Flascholi und ein Flascholett. Und das war doch ganz nett. Und aber. Hell of a shit factory.
fucking mind makes it body into a shit factory, wanting to escape his sole purpose. And the soul is so black like the black hole in the sky, soaking up all the galaxies. Energie kann nicht erzeugt werden. Echt, Energie kann nicht erzeugt werden? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Was meinst du? Wenn das immer so weitergeht, wenn es so nicht angefangen hat. Aber es hat doch angefangen. Hör auf. Om Mani Padme Hum. Om Sat Chit Ananda. Aha, gleich 16 Minuten Video.